Und weiter geht's mit Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron suchen wir das coolste Reitoutfit. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer wird Fashion Star und darf den Gewinn an eine tolle Organisation spenden? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Jens Hilberts krönt in Folge 5 den Fashion Star. Welcome to Fashion Star. Karl Lagerfeld, Chanel Superstar, hätte gesagt, dieses Model gehört nach Paris. Und noch im Doppelpack zwei Dressur-Schicksengöttinnen, nämlich die Helen und die Linda, am Start im Shoppingfieber. Eine Grand Prix-Dressurreiterin, Piqueur-Testimonial, Vollgas mit super coolem Outfit, hoffen wir, und viel Fashion-Mut bei Fashion Star. Die zwei strahlen um die Wette. Der braune Wallach, ein absolutes Verlasspferd. Für Helen gehört Serrano, den sie liebevoll Schinken nennt, zur Familie dazu. Helen liebt nicht nur seinen Charakter, sondern auch seine Galoppade. Und wenn es den Zweien im Viereck zu langweilig wird, dann gehen sie gerne ins Gelände. Auch die RichterInnen sind von Serrano begeistert. Er ist bereits auf 3-Sterne-Niveau platziert. Wenn die Dressurreiterin vom Niederrhein nicht an ihren reiterlichen Zielen arbeitet, dann erfüllt sie Menschen gerne ihren Traum vom Eigenheim. Denn sie studiert Immobilienmanagement und arbeitet nebenbei schon als Maklerin. Nicht nur beim Reiten und auf der Arbeit gibt die Powerfrau alles, sondern auch beim Sport. Für sie und ihre Zwillingsschwester Linda ist das der perfekte Ausgleich. Sie teilen nicht nur ihre Liebe zum Sport, sondern Helen bedient sich auch gerne an Lindas Kleiderschrank. Ich bin Linda, ich bin die perfekte Shoppingbegleitung für Helen, weil ich auch zu Hause entscheide, was im Kleiderschrank landet. Und so wird geshoppt. Erst muss Helen das Motto finden, das im Fundestor versteckt ist. Danach darf sie maximal 700 Euro für ihren Look und den von Fendi ausgeben. Bevor die Viertelstunde für sie läuft, darf Linda noch ein Geschenk aussuchen. Und Linda, was nimmst du von den tollen Piqueur Eskadron Produkten? Das ist es, damit können wir arbeiten. Ach, das ging ja schnell. Ich vertraue dir da blind. So, dann hier ist die Tüte. Fühl mal, was könnte das sein? Ich sehe schon mal einen Gipsfuß. Da kann ich ja die Zwillinge schon mal auseinanderhalten jetzt mit Maske. Das ist ja schon mal gut. Gute Besserung, Linda. Fliegendecke, würde ich sagen. Ist so Helen und Linda. Und auch noch der Look fast der gleiche. Yay! Hast du gut ausgewählt. Schwarz ist meine Farbe. Und los, viel Spaß beim Shoppen. Schleife, 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 Schleife. Was müsst ihr gerade machen? Die Schleife suchen, wo das Motto draufsteht. Wie wäre es mit einem bunten Motto? Bunt mag ich nicht so gerne. Also ich finde das schön, wenn es nicht so ganz bunt werden muss. Linda, sag mal was. Nee, das sieht ja ganz mau aus. Ehrlich, hier ist auch nichts. Zwischen, ich hab Wacken hier vielleicht. Und heute habe ich mich ganz klassisch, elegant für die Dressurreiterinnen Helen und Linda aufgemotzt, ja. Wie ein Pfingstochs. Vielleicht auch schlecht, ich weiß es nicht. Linda, wie ist Helen so, wenn sie gestresst ist? Ziemlich entspannt eigentlich. Kann schon mal ein bisschen zickig werden, aber so richtig aufgeregt ist sie eigentlich nicht. Da bin ich ein bisschen schlimmer manchmal. Sind das jetzt coole Dressurreiterinnen? Oder sind die sehr fashion? Oder was verstehen die unter fashion? Das werden wir sehen. In den Jackentaschen musst du auch gucken. Also wie schlecht sind wir denn? Naja, ohne Motto wird das nichts mit dem Siegel und Spenden für den Pferdeschutzhof Four Seasons. So, ich dachte ja gerade, wir sind mitten in der Sendung, aber wir haben das Motto noch nicht mal gefunden, gell? Sei der Turniertrendsetter, hol dir die goldene Schleife, dein Outfit. Okay, das habe ich mir gedacht. Das war jetzt aber kein starker Trab mit anschließenden, super nach vorne gesprungenen Einerwechseln. Da muss jetzt noch mal was gehen, ne? Können wir entscheiden, welches besser ist. Oh, das ist schön. Glitzer nehmen wir mal. Ich nehme hier. Ich möchte aber lieber eine mit Vollbesatz. Bisschen Motivation. Chaga, chaga, zack, zack. Also jetzt mit Maske. Ah, da ist der Gipsfuß. Gipsfuß ist Linda. Genau. So, Reithose. Oh, Turniershirt mit Glitzer dazu. Sieht schön aus, ne?
blaues oder schwarz, weißes? Wir machen ja zwei Outfits, ne? Ich nehme weiß, dann nimm du weiß, dann nehme ich ein blaues. Guck mal, wir nehmen hier so eine Weste. Ah oh, nee, die ist grau, ne? Ich möchte schwarz. Wieso nicht grau? Auf jeden Fall Fashion. Die ist nicht schwarz, aber wir müssen auch irgendwas, was so zu der Fliegendecke passt. Verbracke. So, hier machen wir mal ein bisschen was mit. Die ist schön. Ja, Fashion in klassischer Dressurform. Perfekt. Ich habe schon mal eine weiße Schabracke. Wir nehmen hier Abreitgamaschen schön mit Fell. Fürs Turnier. Ja, zu klein. Willst du nicht Bandage nehmen? Zum Abreiten? Stimmt, das ist immer schon besser. Was brauchen wir denn noch? Brauchst du Glocken noch? Guck mal, wir haben eine schwarze Fliege. Weiße Reithose, weiße Handschuhe meine ich. Weiße Reithose haben wir. Weiße Handschuhe, ja. Und ein Jackett brauchen wir noch, ne? Besser ist, Marschallerleichterung gibt's ja bei der Dressur nicht, oder? Okay. In schwarz, ne, Helen? Ach, Jackett ist auch keine schlechte Idee. Ja, schwarz, bitte. Das ist blau. Aber das sind anscheinend nicht so Glitzer-Dressage-Girls, oder? Die sind recht schlecht anscheinend. Die klassische Schule eben. Ich gehe mich schon mal umziehen, ne? Oh, das ist aber sehr Lagerfeld, sehr Chanel, was ich gerade sehe. So mit weißem Stehkragen und einer schwarzen Bluse. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, die war dunkelblau, Jens, aber macht ja nichts. Ich glaube, ich nehme noch die Stiefeltasche mit. Muss gleich mal rechnen, ob das geht. Zeig mal. Also wenn die Oberarme sind wie bei Madonna, dann immer schön Kurzarm, ne? Weil das sexy ist. Auch eine Dressur. Schick. Und was sagst du? Langweilig, oder? Ne, finde ich schön. Sehr schön. Handschuhe nehme ich nochmal mit, Helen. Weiße? Trägt man in der Dressur auch noch weiße Reithandschuhe? Lass eine Fliegenmütze nehmen, Linda. Das passt doch dann zur Fliegendecke. Wir haben noch eine Fliegendecke, brauchen wir eine Fliegenmütze. Okay, aber dann eine andere Größe. Cool. Okay, dann nehmen wir doch an. Ja. Sagt mal, habt ihr das Budget im Griff? Das gucken wir jetzt nach, das Budget. Du musst dich noch einmal. Ich rechne mal. Ja, ich ziehe mich einmal um und du rechnest, okay? Ja. Dann rechne. 85 plus 45. Ja, 125. Okay, plus 60. 190. Plus nochmal 45 für die Gamaschen. 205. Hä? Was? 290 plus 35. 5 und was? 45 sind 235. Nee, ich hab's, glaube ich, richtig gerechnet. Hey, ein bisschen stylisches Turnieroutfit hätte ich jetzt schon gerne. Dann machen wir einfach nur vorne schon mal Gamaschen drauf. Das wäre schon mal eine Lösung, ne? Wir nehmen das weiße Oberteil auf jeden Fall. Wenn wir keinen Pastoren nehmen, weil da ist ja so viel Glitzer dran. Ja. Ach, die Fliegenmütze war 35, glaube ich. 35, genau, da waren wir nämlich bei 20. Als Dressurreiter braucht man kein Botox und kein Hyaluron. Man hat den Oberstädtchen-Rätinnen-Dutt. Die strenge Frisur und hat gleich ein Stirnlifting dabei. Toll. Reithose war. Reithose kostet. Egal, dann machen wir das ohne Gamaschen, weil du bist nämlich schon in der Prüfung. Sollst dich gekonnt, setz dich im Viereck in 60. Zähne. Ja. Jackett hast du gerechnet? Welches Jackett? Guck mal, ihr welches. Das sitzt ziemlich slim fit. Also im überm Sprung hätte ich, glaube ich, jetzt Probleme. Was war das andere denn? Ah, nee, das finde ich schöner, weil das passt dann zu der anderen Reithose, die ich immer hatte. Für dieses Turniershirt. So, haben wir alles. Ach, Fliegendecke haben wir. Nee, ist ja dabei. Die Handschuhe nehmen. Vorne reicht. Ja? Ja. Und haben wir jetzt noch Geld über? Ihr habt noch 10 Sekunden. Nee, das schaffen wir hier 10 Sekunden. Reicht. Das sieht top aus. Ja. Das hat Helen bei Fundis geshoppt. 7 Produkte insgesamt. Darunter das Sakko Isalie für rund 250 Euro und die weiße Reithose Laura Grip für 180. Nur noch 40 Cent sind übrig. Was für eine Punktlandung. Respekt, Helen. Wie gefällt dir dein neuer Look? Also ich finde, es ist ein sehr schön gelungen eigentlich. Ich finde, die Sachen passen gut zusammen und so würde ich mich auch auf ein Turnier blicken lassen. Und so sehen Helen und Serrano zusammen aus. Ihr wollt auch so stylisch aufs Turnier fahren? Dann schaut bei Fundis Reitsport vorbei. Serrano ist durch das Geschenk Pro Cavadura ideal vor Fliegen geschützt. Unter dem Sattel liegt seine neue Schabracke Matrix Contrast für knapp 60 Euro. Passend zur Fliegendecke gibt's das sportliche Fliegenmützchen für um die 35 Euro. Unter dem neuen Sakko blitzt die Turnierbluse hervor. Da hat Helen sich für das Modell Oriana entschieden.
Weiße Handschuhe und weiße Felgamaschen für 45 Euro von Eskadron dürfen auch nicht fehlen. Ein sehr stimmiger Look. Wird Helen der Fashion-Star der Testimonial-Staffel? Celine hat sicher etwas dagegen. Es kann nur eine Fashion-Star werden. Vielen lieben Dank an die Helen. Und ich muss auch sagen, dieses Bläserchen, das Reitjackett mit den Applikationen, sehr stylisch, kann ich nur empfehlen und könnte ich gerade jetzt sofort anziehen. Und genauso cool und stylisch geht's weiter, aber im Springreiterlager. In der Sendung 3 von Staffel 6 mit der Celine, die in derselben Prüfung, in der ich geritten bin, ein 1.40-1-Springen gewonnen hat erst kürzlich. Das wird spannend und Action pur bei Fashion Star.